Zusammen. Ich zeige euch heute, wie ihr eine Codierung an einem BMW vornehmt mit NCS Expert. Und hier sehen wir einmal, ich habe den Stecker schon eingesteckt. Das ist hier ein UBD2-Kabel und das ist auch bereits verbunden mit meinem MacBook. Dazu muss man immer sagen, das NCS Expert ist nicht möglich auf einem MacBook laufen zu lassen. Nur, wenn ihr, wie ihr hier schon bei mir seht, auf dem MacBook eine Virtual Machine laufen lässt, heißt ein Windows-System auf dem MacBook. Dementsprechend funktioniert das halt bei mir. Als erstes wird die Zündung eingeschaltet, wie ihr schon seht, ist auch schon bereits geschehen. Im nächsten rufen wir den NCS Expert Ordner Bin auf und starten hier den NCS Expert Exe. So, und hier haben wir jetzt die Möglichkeit über File, Load Profile, ist ein bisschen Englisch und Deutsch gemixt meine Version, deswegen nicht wundern, Expert Mode aufrufen. Sorry für das Wackeln, aber das ist echt blöd ohne so irgendein Halter oder ähnliches hier. So, das habe ich jetzt auch gemacht, habe den Export-Mode gestartet. Jetzt klicken wir unten auf F1, dann nach auf F3 und haben die Möglichkeit, unsere Baureihe auszuwählen. Das Chassis. Und das ist beim BMW Z4 DE85. Und das nächste können wir mit OK bestätigen. Und jetzt sehen wir hier oben, wird gerade alles ausgelesen. Wenn wir unten rechts auf Back klicken, bekommen wir alle verfügbaren Steuergeräte des Wagens angezeigt. Na, Schaltstellen bitte. Genau. Und jetzt steht auch aktuell auf dem Jobname Steuergerät kodieren. Ist natürlich falsch. Wir wählen jetzt erstmal das Steuergerät aus, welches wir kodieren möchten. Da gibt es natürlich verschiedene. ALSZ zum Beispiel ist beim Z4 zuständig für das Licht. Wir nehmen jetzt in diesem Fall das GM5. Das ist das Hauptsteuergerät bei BMW Z4. Und das nehmen wir jetzt mal testweise. Sagen wir okay. Der steht jetzt immer noch auf dem Jobname Steuergerät kodieren. Ist natürlich falsch. Also sagen wir unten Change Job. Und wählen hier Codierdaten lesen. Wie gesagt, die Version ist ein bisschen gemixt zwischen Englisch und Deutsch. So, jetzt haben wir hier den Jobname lesen, sagen Execute Job. Dauert dann einen Moment, je nach Steuergerät kann das auch schon mal einige Sekunden länger dauern. Hier sieht man das, Coding endet, hat erfolgreich geklappt. Also gehen wir hier zurück in den Ordner von NCS Expert und rufen hier den Work-Ordner auf. Und hier sehen wir eine wichtige Datei, das ist die FSW-PSW-TRC. Und wenn wir die öffnen, haben wir hier zahlreiche Funktionen drin, die wir jetzt alle einstellen und kodieren können. So haben wir jetzt hier zum Beispiel Fensterheber nach Tür auf, das ist so eine Art Mautfunktion. Wenn ihr die jetzt deaktivieren oder aktivieren möchtet, müsst ihr da einfach hingehen und wenn es bereits aktiv ist und ihr möchtet sie aktivieren, schreibt ihr einfach ein Nicht-Unterstrich davor. Nicht-Unterstrich-aktiv heißt es dann. Das heißt, die Funktion wird deaktiviert. Und genau das Gleichen, andersrum, heißt, wenn die Aktion nicht aktiv ist und ihr möchtet die Funktion aktiv haben, geht ihr einfach hin und nimmt das nicht raus. Danach speichert ihr die Datei ab. Das mache ich jetzt nicht, weil möchte ich nicht. Mein Wagen ist da eigentlich mit dem Steuergerät perfekt eingestellt und speichert sie ab. Im nächsten sagt ihr kopieren und einfügen zu dieser Datei, damit ihr eine komplette Kopie hier in diesem Ordner habt. Danach löscht ihr diese MAN-Datei, falls eine schon vorhanden ist. Und geht hin und benennt die gerade kopierte Datei um in fsw-psw.man. Okay, und bestätigt das. Das war es jetzt im Ordner, also kommen wir jetzt wieder zurück zu NCS Expert. Jetzt müssen wir hier das Profil editieren, das geht über File und Edit Profile und gibt das Passwort REPXET ein. Und hier habt ihr jetzt so eine Übersicht und hier gehen wir auf den SSW-PSW-Button und aktivieren das Manipulieren mit dieser Datei, die wir gerade erstellt haben. Sagen okay, okay. Und jetzt springt er in die generelle Übersichtsmaske zurück. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal das Steuergerät auswählen. Das war das GM5, welches wir kodieren möchten. Und er steht auch mit dem Jobname direkt auf Kodieren. Und dann können wir sagen Execute Job. Ich habe jetzt gar keine Veränderungen in dem Steuergerät vorgenommen. Deswegen, genau, ging auch sehr schnell, ist schon fertig. Und das war eigentlich so eine komplette Kodierung, die man da vornehmen kann. Also, viel Spaß damit. Hoffe, ich konnte euch helfen. Und ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben, wie man so schön sagt bei YouTube. Und abonniert meinen Kanal. Ciao.